Herzlich willkommen zum heutigen Video, das sich dem Thema Studieren mit Hörbeeinträchtigung widmet. Leider ist es heutzutage noch immer nicht selbstverständlich, dass Informationen für alle zugänglich und barrierefrei abgebildet werden. Für gehörlose Menschen ist nicht das Nicht-Hören-Können an sich das Problem, sondern die damit einhergehenden Barrieren. Aus Sicht der Gehörlosengemeinschaft wird Gehörlosigkeit nicht über das fehlende Hörvermögen definiert, sondern sprachlich und kulturell. Gehörlose Menschen oder auch kulturell Gehörlose sind Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, die vorwiegend in Gebärdensprache kommunizieren und sich der Gebärdensprachgemeinschaft und ihrer reichen Kultur zugehörig fühlen. Gehörlose Menschen wollen als vollwertige Menschen wahr und auch angenommen werden. Vor allem wünschen sich Gehörlose eine Akzeptanz ihrer Muttersprache, der Gebärdensprache, die eine barrierefreie Kommunikation und Zugang zu Informationen und Bildung gewährleistet. Merkt euch bitte die Begriffe gehörlos oder auch taub. Leider kommt es immer wieder vor, dass der Begriff taubstumm aus Unwissenheit benutzt wird. Auch in den Medien taucht das Wort immer wieder auf. Jedoch ist der Begriff taubstumm veraltet und wird von vielen Gehörlosen als abwertend oder diskriminierend empfunden. Gehörlose sind taub, aber keinesfalls stumm. Sie sind in der Lage, sich in Gebärdensprachen auszudrücken und sogar zu sprechen. Einige sprechen sogar sehr gut, andere weniger und manche lehnen es ganz ab. In Österreich sind etwa 450.000 Menschen durch eine Hörbehinderung eingeschränkt. Davon sind 8.000 bis 10.000 Menschen gehörlos. Es wird angenommen, dass weltweit ca. einer von 1.000 Menschen gehörlos ist. Die österreichische Gebärdensprache ist die Muttersprache gehörloser Menschen in Österreich. Gebärdensprachen sind natürliche, vollwertige Sprachen. Sie besitzen eine eigene grammatische Struktur, die sich von gesprochenen Sprachen unterscheidet. Und wie bei allen Sprachen gibt es auch in Gebärdensprachen nationale Gebärdensprachen, Dialekte, Umgangs- und Jugendsprachen. Gebärdensprachen sind somit nicht international. Gebärdensprachen sind die einzigen Sprachen, die von gehörlosen Menschen barrierefrei wahrgenommen, erworben und verwendet werden können. Deutsch, egal ob gesprochen oder geschrieben, ist für die meisten Gehörlosen die Zweitsprache und muss somit wie eine Fremdsprache erlernt werden. Bei einer Vorlesung zuhören, in der Sprechstunde mit der Professorin reden, mit Studienkolleginnen eine Präsentation besprechen, für hörende Studierende ist das kein Problem. Aufgrund unseres nicht barrierefreien Unisystems stoßen gehörlose Menschen im Alltag oft an ihre Grenzen. Stellt euch vor, gar nicht oder nur Bruchstücke des Gesagten zu verstehen. Daraus müsst ihr dann auf den Inhalt eines Gesprächs schließen. So geht es Personen, die ihre Hörbeeinträchtigung nur teilweise durch ein Hörgerät ausgleichen können. Dies erschwert Studierenden die Aufnahme von Lerninhalten, das Verfassen von Mitschriften oder das Arbeiten in der Gruppe. Menschen mit Hörbehinderung bemühen sich zwar, einem Gespräch durch Lippenlesen zu folgen. Studien haben jedoch gezeigt, dass auch bei guter Übung nur etwa 30% des Gesagten verstanden werden kann. Diese 30% sind dabei nur ein ungefährer Durchschnittswert, der von vielen Faktoren abhängt. Zum Beispiel dem Kontext, Talent oder eben dem Mundbild. Das Mundbild beschreibt, wie klar etwas ausgesprochen wird und kann zum Beispiel bei starkem Bartwuchs teilweise verdeckt sein. Ein eindeutiges Beispiel sind die Wörter Mutter, Butter, Puder und Puder. Das Mundbild ist fast gleich, wodurch es für Gehörlose schier unmöglich ist, das richtige Wort zu erkennen. Ich demonstriere das anhand einer dieser vier Wörter und ihr müsst erraten, welches es war. Na, wisst ihr es? Wie ihr seht, das ist gar nicht mal so einfach. Im März 2022 wurde die Servicestelle Gehörlos und Schwerhörig erfolgreich studieren, kurz GESTU Graz, ins Leben gerufen. Die Servicestelle ist für gehörlose und schwerhörige Studierende aller Grazer Hochschulen, die als ordentliche Studierende inskribiert sind, zuständig. Es wird eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten zur Verfügung gestellt, die ein barrierefreies Studium ermöglichen. Zum Beispiel Beratung zum Studium, welche auch in Gebärdensprache erfolgen kann. Die Organisation von Gebärdensprach- und SchriftdolmetscherInnen,
die Bereitstellung von studentischen MitarbeiterInnen, die als Mitschreibhilfen, Nachhilfen oder als Assistenz bei schriftlichen Arbeiten tätig sein können, oder auch die Prüfungs- und Lehrveranstaltungsadaptierung und vieles mehr. Auch Studieninteressierte können sich bei der Servicestelle GESTU Graz melden und werden umfassend beraten. Zudem werden auch Lehrende der Hochschulen sowie MitarbeiterInnen der Bildungseinrichtungen von uns beraten und sensibilisiert. Hier nun ein paar Tipps für Lehrende, MitarbeiterInnen und Studierende, um den Studienalltag für gehörlose und schwerhörige Studierende barrierefrei zu gestalten. Für alle Studierende ist es hilfreich, wenn Lehrveranstaltungen vollständig schriftlich dokumentiert werden und die Unterlagen, wenn möglich, schon vorab zur Verfügung stehen. Studierende können sich somit bereits im Vorfeld mit den Inhalten auseinandersetzen und diese in der Lehrveranstaltung am Laptop mitverfolgen. Hilfsmittel wie die Aufzeichnung der Lehrveranstaltung oder die Bereitstellung einer Gebärdensprach- oder Schriftdolmetschung sollten weitgehend vom Lehrenden unterstützt und auch angeboten werden. Die Servicestelle GESTU Graz berät Sie dazu gerne. Generell sollte auf eine günstige Beleuchtung und eine ruhige Umgebung geachtet werden und Nebengeräusche vermieden werden. Bei der Gestaltung von Lehrveranstaltungen ist es für gehörlose Studierende angenehm, wenn vermehrt mit visuellen Medien gearbeitet wird. Beim Sprechen sollten Lehrende stets dem Publikum zugewandt sein und ein Hin- und Herlaufen vermeiden. Gerade beim Erklären von Tafelbildern oder beim Vortragen von Präsentationen ist das wichtig. Und das gilt auch für Studierende. Damit DolmetscherInnen Schritt halten können, sollte auf ein deutliches und nicht zu schnelles Sprechen geachtet werden. Trotz der Anwesenheit von DolmetscherInnen sollten die Studierenden angesprochen werden. Es sollte erlaubt sein, Fragen an SitznachbarInnen zu stellen oder Gruppenarbeiten zu forcieren. Verständnisschwierigkeiten können auch durch Zuziehen von DolmetscherInnen geklärt werden. Auch die Bereitstellung zu klärenden Gesprächen nach der Vorlesung oder in den Sprechstunden ist für gehörlose und schwerhörige Studierende oft sehr wichtig. Wenn vorhanden, empfehlen wir den Einsatz von Mikrofonen im Hörsaal oder ein von den Studierenden selbst mitgebrachtes drahtloses Mikrofon. Absprachen über Prüfungsmodifikationen sind für gehörlose und schwerhörige Studierende oft essentiell. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um schriftliche statt mündliche Prüfungen mit Gebärdensprachdolmetscherin oder Prüfungszeitverlängerung. Generell gilt, wenn man auf gehörlose Personen trifft, sollte man stets offen und verständnisvoll sein. Auch wenn man die Gebärdensprache nicht kann, gibt es viele Möglichkeiten, mit Gehörlosen zu kommunizieren. Gute Lichtverhältnisse und deutliches Sprechen sind auch hier sehr wichtig. Vermeidet Dialekte und Fremdwörter. Der Mund sollte frei von Zigaretten oder Kaugummis sein, da dadurch das Lippenlesen erschwert wird. Lautes Sprechen oder gar zu schreien fördert die Kommunikation mit Gehörlosen nicht. Setzt stattdessen vermehrt deutliche Mimik oder Gesten ein, die jeder versteht. Wenn die Kommunikation auch dann nicht funktioniert, kann man immer noch zu Zettel und Stift oder dem Smartphone greifen und alles aufschreiben. Bitte bleibt stets geduldig und gebt nicht sofort auf, wenn etwas nicht auf Anhieb verstanden wird. Damit sind wir am Ende unseres Videos zum Thema Studieren mit Hörbeeinträchtigung angelangt. Mit den Informationen aus dem Video könnt ihr in Zukunft gemeinsam mit uns einen Schritt in Richtung barrierefrei studieren gehen. Für genauere Informationen oder offen gebliebene Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit an uns, der Servicestelle GESTU Graz, wenden. Danke und alles Liebe!